Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Nerd von Medizin. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Ich stelle ihn euch gleich vor. Das ist Christian Dvorek. Er ist Kardiologe, war lange Jahre in Deutschland tätig. Kardiologie, Notfallmedizin, Intensivmedizin, hat also super viel Erfahrung und ist jetzt seit einigen Jahren schon in Schweden, aktuell an der Uniklinik in Göteborg. Und warum ich ihn jetzt genötigt habe, dieses Video aufzunehmen, ist, es gibt, glaube ich, keinen besseren, den wir uns krallen hätten können für das Thema Perikarduktion, denn natürlich macht er das in seiner klinischen Praxis, aber er macht sogar Kurse für Perikarduktionen. Also endlich mal jemanden, den man zu diesem seltenen, aber dann doch irgendwie dramatischen Thema irgendwie fragen kann. Christian, cool, dass du da bist. Schön dabei zu sein. Hallo. Und danke, dass du dich da bereit erklärst, deine Expertise zur Verfügung zu stellen. Wir verlinken auch ganz viele Quellen in den Shownotes zu deiner Website. Da gibt es eine deutsche und schwedische Version mit ganz vielen Details und Anleitungen. Also richtig cool zum drüberlesen. Alles klar. Christian, ich würde sagen, wir starten gleich so richtig rein. Perikarduktion ist ja was man jetzt, sagen wir, außerhalb der Kardiologie hoch selten machen muss. Was sind denn so die harten Indikationen, wo du sagst, also irgendwie Notfallindikationen, aber vielleicht so ein bisschen so Semi-Notfallindikationen? Wann muss man das denn machen? Also die klassische und üblichste Indikation für die Perikarduktion ist eine Perikardtamponade. Das ist letztendlich immer eine klinische Entscheidung. Also es gibt Echoparameter, die die meisten kennen, kann man nachlesen. Letztendlich ist es aber eine klinische Entscheidung. Also du musst entscheiden, ob der Patient eine hämodynamisch wirksame Tamponade hat, ob er druckbeeinträchtigt ist, also hypotensiv, ob er tachykard wird, ob er sonst wie Zeichen von einer akuten Tamponade hat. Okay, und dann gibt es natürlich, denke ich, noch die, so nennen wir es jetzt mal, elektiven Geschichten. Man hat einen unklaren Perikarderguss, möchte wissen, Dignität, genau. Was ist da drinnen, woher kommt der? Aber das ist jetzt nichts für die Notfallsituation, ne? Es gibt natürlich eine diagnostische Indikation, das ist sehr viel seltener. Thema für heute ist ja sicherlich mehr die akute Punktion in einer Tamponadensituation. Genau, okay. Wie ist denn das bei euch jetzt? Jetzt hat irgendjemand eine Tamponade, das wird wahrscheinlich dann auffallen in der Notaufnahme, auf Intensivstationen, in solchen Situationen. Wie macht ihr das? Holt sie die alle zu euch ins Chorolabor? Lauft sie dorthin? Macht sie es auf Stationen? Wer macht es? Erzähl mir mal, wie das so bei euch in Göteborg läuft. Also das hängt sehr von dem einzelnen Fall ab. Es gibt natürlich die Situation mit der hochakuten Tamponadensituation, hypertensiver Präarrestpatient, der umgehend punktiert werden muss. Da musst du als Interventionist eben die Entscheidung treffen oder als Notfallmediziner, kann ich den Patienten noch an einen Ort transportieren, wo ich das vielleicht unter besseren Umständen durchführen kann. Bei uns wäre das Katheterlabor. Oder mache ich das einfach vor Ort? Geht auch. So. Dann würden wir mit unserer Ausrüstung, wir haben so gelbe Plastikkisten mit Ausrüstung drin. Ich würde mein eigenes Schallgerät auch mitnehmen, einfach weil ich das kenne. Und dann in die Notaufnahme laufen oder auf die Überwachungsstation oder wo das ist. Die häufigeren Fälle sind natürlich Patienten, die eine langsam progrediente Tamponierung haben, die einfach planbar sind. Die fallen im Echo auf einer onkologischen Station oder andere Grunderkrankungen. Die machen wir dann geplant am Nachmittag oder am nächsten Tag. Und das machen wir bei uns immer im Katheterlabor. Okay. Wir hatten uns vorher mal unterhalten und du hast ja gesagt, im Kardiallabor macht es für dich deshalb vor allem Sinn, weil da kennst du deine Umgebung, da kennst du dein Team, da hast du dein Equipment und es ist natürlich viel einfacher, als wenn das jetzt in einer chaotischen Situation auf einer Station ist, wo du halt nicht genau weißt, in der Schublade ist das. Genau, also eine Punktion in einer akuten Tamponade ist einfach immer Teamarbeit. Du musst zusammenarbeiten mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, die das Material kennen. Und das klappt einfach bei allen Interventionen, die du machst, natürlich immer am besten da, wo du dich selber zu Hause fühlst. Aber jetzt mal ganz konkret. Das heißt, du musst jetzt jemanden punktieren. Wir sind jetzt auch eben, wie du sagst, in einer Notfallsituation. Das heißt, es muss eher schnell gehen. Wo sticht man denn eigentlich? Weil ich finde, man lernt immer oder man sieht immer diese subkostalen Punktionen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen die neueren Sachen liest, dann hat man das Gefühl, man kann ja quasi eigentlich überall einstechen. Wie machst du es? Gibt es da irgendwie einen Ort? Also ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Schulen. Klassisch hat man eben immer
subxyphoidal punktiert. Das ist die alte Schule. Alle Katheterärzte, die länger im Geschäft sind, haben das angefangen, mit subxyphoidal zu punktieren. Das hat was damit zu tun, wie man steht am Kathetertisch. Und das hat eine historische Dimension. Wenn du heute guckst, die Leute, die am meisten Perikardpunktionen machen und auch darüber publizieren, haben eine Quote von 80-85% apikaler Punktion, also von thorakal. Mhm. Und das ist nicht, weil das eine goldene Regel gibt, wo das besser ist, sondern du hast einfach, du musst gucken, wo hast du am meisten Flüssigkeit, am nächsten zur Punktionsstelle, ohne dass du vitale Strukturen im Punktionskanal hast. Und wenn du die drei Punkte nachguckst, also viel Flüssigkeit im Stichkanal, keine vitalen Strukturen dazwischen und eben einen möglichst kurzen Punktionskanal, dann landest du einfach in ungefähr 8 bis 9 von 10 Fällen bei einer apikalen Punktion. Okay. Bei Notfallpunktionen zeigt so ein bisschen die Erfahrung, dass es praktisch einfacher ist, von subxyphoidal zu punktieren. Und zwar einfach, weil ein Patient, der unter Reanimation ist, ist der Brustkorb einfach, du machst Herz-Lungen-Wiederbelebung da und hast einfach keine Fläche, um zu punktieren und musst für eine subxyphoidale Punktion einfach kürzer die Reanimation unterbrechen. Und du hast bei einem stark beeinträchtigten Patient, der agitiert ist, der desorientiert ist, der tachypnoisch ist, hast du einfach weniger Probleme mit Körperbewegung in der, also subxyphoidalregion. Also es ist einfach einfacher, den Patienten da ruhig zu halten. Deswegen die wirklich akuten Punktionen machen, glaube ich, die meisten von uns von subxyphoidal. Okay. Ich fand den Satz, den du gesagt hast, sehr gut. Dort, wo am meisten Flüssigkeit ist, wo der kürzeste Weg ist und keine vitalen Strukturen. Das heißt ja automatisch, genau, du machst das Ultraschall gezielt. Wie schallst du da? Nimmst du deinen Echokopf? Ich habe auch teilweise Bilder gesehen, wo du den Linearschallkopf dann irgendwie so längs entlang, also quasi in Plane punktieren. Wie funktioniert das ganz konkret bei dir? Wir nehmen für Perikardpunktionen ausschließlich einen Echoschallkopf. Okay. Der ist einfach schmaler, du hast ein besseres Bild und du kommst näher mit der Nadel ran. Ich glaube, dass man sagen kann, dass eine Funktion ohne Echokontrolle und ohne Echoführung heutzutage ein Kunstfehler ist, in einer Situation, wo man theoretisch ein Schallgerät benutzen könnte. Das heißt, wir nehmen immer ein Echogerät und wir nehmen immer ein Echogerät, was ein Biopsieprogramm hat, also wo du eine Biopsielinie auf den Bildschirm legen kannst. Das heißt, dass du deinen Punktionskanal voraussehen kannst ungefähr und du hast einen Needle Guide, also einen Nadelführungsadapter, den du auf den Schallkopf raufklemmst. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um sichere Perikardpunktionen machen zu können. Okay, das finde ich eine ganz wichtige Aussage, denn wie gesagt, ich bin ja da wirklich alles andere als Experte und auch nicht einmal viel davon irgendwie in der Praxis erlebt. Aber wenn man sich so die Videos anschaut, teilweise zeigen die ja, man schallt subkostal und sticht dann einfach daneben und da denke ich mir immer, wie häufig man dann die Nadel verliert und irgendwie, also da einfach unpräzise wird und so ein Needle Guide zum Beispiel, glaube ich, macht da absolut, wie du sagst, absolut Sinn. Und wenn das in einem Set drinnen ist, ist es ja auch nicht mal so, dass das jetzt die Punktion irgendwie dramatisch verlängert, sondern einfach nur sicherer macht, bevor man da jetzt irgendwie in der Gegend herumsticht. Genau. Ich denke, es sind sehr gut investierte 20 Sekunden, die es vielleicht extra kostet. Problem ist, dass ein Biopsieprogramm ein bisschen Geld kostet. Also das musst du extra kaufen für dein Schallgerät. Der unsterile Teil des Needle Guides kostet ziemlich viel Geld. Das heißt, es ist eine gewisse Investition, aber es ist eine Investition, die für mich ganz überzeugend die Punktion sicherer macht und auch einfacher. Also ich würde einfach das selber nicht riskieren wollen, ohne eine gute Ausrüstung zu punktieren. Okay, also du bist selber einfach zufriedener und sicherer mit dem, was du tust, wenn du gute Ausrüstung benutzt. Okay, jetzt haben wir genau das so gemacht, wie du gesagt hast. Wir wissen jetzt, wo wir reinstechen. Also meistens ist es tatsächlich apikal bei so Semi-Notfallsituationen, bei Ultranotfall-Reanimationen, total agitierter Patient, also ganz schwierige, dramatische Situationen, ist subxyphoidal, hat durchaus seine Vorteile, immer Ultraschall gezielt. Und was legst du dann dort rein? Also da gibt es ja auch die wildesten Sets und Systeme, Schleusen, Pigtails, Dilatatoren da und dort.
Was würdest du da, oder was nimmst du, was benutzt du? Also theoretisch kannst du natürlich alles reinlegen, was Flüssigkeit aspirieren kann. Eine Tamponade funktioniert ja so, dass du eine relativ lange Toleranzfläche für Volumensteigerung innerhalb des Perikard hast und dann plötzlich kippt die Situation in den Tamponade. Das heißt häufig, wenn du einen Patient hast, der eine Flüssigkeitsmenge von vielleicht 800 Milliliter hat, ziehst du 50 ab und die Tamponade ist klinisch nicht mehr wirksam. Das heißt, es geht um sehr geringe Mengen. Also wenn du keine Ausrüstung hast, kannst du natürlich mit im Prinzip einer langen Bornüle stechen oder einer langen Nadel und einfach so aspirieren. Aber da kommen wir zu der für mich mit vielleicht am wichtigsten Frage. Perikardpunktion erfordert Vorbereitung. Das heißt, du musst dich einfach geistig und materialmäßig und was das Teamtraining angeht, darauf einstellen. Das heißt, die Situation, dass du keine Ausrüstung hast, sollte eigentlich nicht vorkommen, weil du dich eben einfach vorher auf die Situation vorbereiten solltest. Perikardpunktion ist eine sicherlich in der Notaufnahme seltene Situation, in einem Katheterlabor gar nicht so selten. Also wir machen ungefähr 80 bis 100 Punktionen im Jahr. Das heißt, das ist kein seltener Eingriff. Du kannst dich gut darauf vorbereiten. Und um deine Frage zu beantworten, was legen wir rein? Also wir legen abhängig von der Anamnese und von der erwarteten Ergussmenge und Ergussqualität meistens ein 6 oder 8 French Strain ein. Benutzen einen Pigtail mit einem Versteifungskanüle auf der Innenseite, einen Navardrain. Der ist 30 cm lang. Ich habe den mal mitgebracht, kann den zeigen. Ja, cool, sehr gut. Das ist also ein, kann man das sehen? Ja, super. Also das hier ist ein 8 French Pigtail Katheter. Achso? Ja, genau, so ist es. Hier kannst du den arretieren. Die Idee dabei ist also, dass du die im Sito fixierst. Auf der Innenseite kommen 2 Metallteile. Der mittlere Teil ist einfach nur historisch gedacht für Direktpunktion. Der ist also spitz gedacht, um ohne Kanüle oder irgendwas zu punktieren. Den tun wir weg. Und als mittiges Teil ist hier also eine Versteifungskanüle, die ein Innenlumen hat, wo ein 0,36-Inch-Draht reinpasst und du deswegen keinen extra Dilatator brauchst. Man so ein bisschen vorsichtig aufstellen, wenn man ihn reinführt. So, und das Ding legen wir rein. Also kommt rein, wenn du im Perikardraum drin bist, ziehst du die Metallkanüle zurück und hast also nur noch diesen Pigtail da drin. Das heißt, du ersparst dir jetzt den Dilatator, du legst einen Draht, den Draht rein und dann kommt direkt auf den Kanüle raus und dann über den Draht einfach dieser verstärkte Pigtail direkt drüber. Auf der einen Seite sparst du, wie du sagst, genau, du sparst den Zwischenschritt mit dem Dilatator. Wir haben immer auch einen Dilatator in unserem Kasten, einfach falls du ihn mal brauchen solltest, falls du mit dem Ding nicht reinkommst. Du sparst den Dilatator, gleichzeitig hast du aber auch, nachdem du den Dilatator angewandt hast, einfach eine höhere Kraft mit dem Katheter, mit dem Metallversteifer. Das ist also der Katheter, der letztendlich drin liegt. Und so machen wir auch die Direktpunktion bei einer akuten Tamponade auf einer Station zum Beispiel. Wenn wir Zeit haben, also Zeit mehr als 2-3 Minuten extra, versuchen wir immer eine Mikropunktion zu machen. Das ist einfach eine Technik, die man heutzutage ja auch bei den meisten Gefäßpunktionen anwendet. Also wir machen alle Jugularis, alle Femoralis-Punktionen immer echogestützt oder schallgeschützt mit Mikropunktion. Das heißt, wir fangen mit einer 21 oder 20 Gosch-Nadel an. Das hatte ich auch hier mitgebracht. Warte mal. Ah, cool. Ich halte das mal direkt so. Also, wir stechen mit einer 21 oder 20 Gosch-Nadel, die also sehr viel dünner ist als eine 18 Gosch-Nadel, die wir normalerweise nehmen. Dann kommt ein dünner Punktionsdraht rein, also 0,18-Inch-Draht. Und dann nehmen wir diesen Mikrokatheter her. Das ist ein Katheter mit einem Dilatator auf der Innenseite. So wie eine kleine Schleuse schaut das für mich aus, oder? Genau, das ist einfach ein 5-French-Katheter, den du dann über diesen dünnen Draht reinführst. Also du punktierst mit der 21 Gosch-Nadel oder 20, gehst mit einem dünnen Führungsdraht rein,
dünner als der normale Führungsdraht, 0,18 Inch. Dann tust du diese Mikropunktionskanüle rein, ziehst den Dilatator raus und kannst jetzt mit dem normalen, doppelt so großen 0,36 Inch Draht reingehen. Das heißt, das ist einfach ein Zwischenschritt, der die Sache natürlich ein bisschen komplizierter macht. Also stichst mit einer dünnen Nadel, nimmst diesen Mikropunktionskatheter und gehst dann über den Mikropunktionskatheter mit einem dickeren Draht rein, über den du dann den Pigtail reinlegen kannst. Der Witz an der Sache ist einfach, dass du mit einer dünnen Mikropunktionsnadel weniger Verletzungen hervorrufst. Und das haben wir alle gehabt. Wenn man viele Punktionen macht, passiert auch ab und zu mal was. Das heißt, wir haben alle gesehen, dass wir in den Pleuraraum stechen, dass wir auch mal in den rechten Ventrikel oder den rechten Vorhof gestochen haben. Und ich habe mit der Mikropunktionstechnik einfach noch nie eine wesentliche Komplikation gesehen. Also das ist ein guter Schritt, um seine Komplikationsfrequenz zu senken. Okay, ja, das finde ich hochspannend. Macht natürlich auch Sinn, wie du gesagt hast, einfach mit dünneren Nadeln ist es ja genauso. Man sticht jetzt auch nicht mit der dicken Orangen für irgendwelche schweren Gefäßzugänge, da macht man genau. Auch gern diese Mikropunktionen. Genau. Zumindest jetzt zum Lagerding, das mit dem Umseldigern ist noch nicht so häufig, aber macht absolut Sinn, wie du sagst. Gerade wenn Gerinnungsprobleme sind oder in dem Fall mal Richtung Herz sticht. Genau. Wobei das mit den Gerinnungsproblemen eben im Alltag gar nicht so das Ding ist. Also okay. Wir stechen ja regelmäßig Patienten, die zwei Thrombozytenhemmer haben, die Heparin haben oder zusätzlich vielleicht sogar noch oral antikoaguliert sind. Also die kannst du eigentlich nicht stärker antikoagulieren. Und ich glaube, ich habe noch nie eine relevante Blutung gesehen. Das blutet einfach nicht so doll. Das heißt, das Risiko ist nicht so doll, die Blutung. Natürlich sollte man, wenn man eine geplante Punktion hat, sollte man vielleicht überlegen, ob man die Antikoagulation pausieren kann. Klar, weniger Risiko ist immer besser. Aber im Alltag ist das einfach nicht so das Problem. Das größere Problem ist einfach, dass du fehlpunktierst. Also, dass du vor allen Dingen in die rechte Kammer stehst. Okay. Nee, das ist ein richtig guter Punkt. Jetzt habe ich punktiert, egal auf welchem Wege. Ich bin jetzt da quasi drin. Der Draht ist jetzt, also quasi der Draht ist in Position. Wie machst du jetzt eine Lagekontrolle? Genau. Hast du da einen guten Tipp? Da habe ich einen guten Tipp. Und das ist so, wenn du anfängst zu punktieren, wir machen ja viel Schulungen für Assistenzärzte und auch für Leute, die anderswo in Katheterbohren arbeiten. Also das ist häufig der entscheidende Punkt. Die Punktion selber ist eigentlich gar nicht so schwierig. Du hast irgendwann ein gutes Schallbild, du hast deinen Nadelführer, Needle Guide, du punktierst mit deiner Nadel und bist irgendwann in der Situation, in der Lage, wo du es gerne haben möchtest. Und dann kommt einfach die Situation, wo jeder einen kleinen Adrenalinausbruch kriegt. Also du musst jetzt einfach sicher sein, dass du richtig liegst. So. Und das ist, du stehst dann da und musst jetzt einfach überlegen, legst du da jetzt 8 French-Drähen rein oder nicht? Und dafür musst du einfach vorher sicher sein. Das kannst du nicht, da wird schon gut gehen. So. Da gibt's im Prinzip 3 Methoden. Die klassische Methode, die ich früher gesehen habe, ist, dass du Blutproben abnimmst und das mit venösem oder arteriellem Blut vergleichst. Glaube ich, bringt nicht so viel, vor allen Dingen nicht in einer akuten Blutung. Zweite Methode ist, dass du ein Röntgenbild machst. Das setzt natürlich voraus, dass du dich in einem Röntgenlabor befindest und auch, dass du eine gewisse Erfahrung hast. Das ist manchmal nicht so ganz einfach zu sehen, ob du richtig liegst oder nicht, wenn du nicht jeden Tag damit arbeitest. Die dritte Möglichkeit ist die beste und das ist die wir empfehlen. Das ist, dass du Echokontrast benutzt. Also du nimmst einfach nimmst wie beim Vorhofseptum-Defekt TE-Kontrolle, nimmst einfach 2 Spritzen mit Kochsalz, füllst die eine mit Kochsalz, die andere mit Kochsalz und 1 Milliliter Luft und schäumst das über einen 3-Wege-Hahn hin und her. Und das siehst du super im Echobild. Das heißt, du punktierst mit deiner Punktionskanüle, bittest deine assistierende Schwester, das aufzuschäumen und gibst dann so 5 bis 10 Milliliter schnell aufgeschäumtes Kochsalz rein und hast eigentlich immer ein super Bild, wenn du richtig liegst. So. Und in der Situation hast du eine im Prinzip 100%ige Sicherheit, dass du richtig liegst und kannst dann ganz ruhig und überzeugt deinen Katheter einlegen. Ich finde das, also das
Das ist ja total cool, wenn man das einmal gesehen hat, wie das dann so reinspringt. Das gibt es ja auch für die ZVK-Anlage und so weiter. Genau. Mittlerweile wird es zunehmend benutzt, statt diesem Standard-Röntgen, dieses geschüttelte Kochsalz quasi, wie das dann so ganz helle Bläschen oder, also es ist total auffällig, wie du sagst. Also ich finde, das ist auch Genau. super schnell zu sehen, Und sogar. du kannst wirklich, wenn du, also das setzt voraus, dass du jemanden neben dir hast, der das kennt und der das schon mal gemacht hat. Du musst das ein paar Mal gemacht haben, damit das gute Mikroblasen gibt. Und das ist einfach auch sinnvoll, das in einer akuten Situation zu machen. Also auch wenn du auf die Station gehst, da liegt jemand mit Blutdruck 50 und einer akuten Tamponade, kommt häufig so der Gedankengang auf, naja, jetzt ist das so akut, jetzt ist es akut, jetzt ist es auch egal, jetzt lege ich das Ding einfach irgendwie rein. Ich würde sagen, es ist umgekehrt. Also gerade in so einer Situation musst du einfach doppelt so sicher arbeiten, weil die Komplikationsrate wegen dem Umgebungsstress und der unbekannten Situation und so weiter häufig höher ist. Das heißt, auch da nehme ich mir die 10 Sekunden extra, um einfach unter Echokontrolle Schallkontrast zu geben. Guter, sehr, sehr guter Punkt. Und dann kommen wir gleich zum Thema Abziehen. Würdest du das ganz pragmatisch, sagen wir in dieser Hochnotfallsituation, würdest du da trotzdem ein paar Milliliter mal zuerst abziehen? Machen die 5 Milliliter, die du spritzt, können die dann quasi den Arrest bedingen? Also nur ganz pragmatisch, ne? Du stichst da jetzt quasi, denkst dir, oh Gott, das wird jetzt gerade ziemlich eng. Ziehst du dann trotzdem mal 10 Milliliter ab, bevor du jetzt ein paar Milliliter reingibst, einfach über die Punktionskanüle? Nee, würde ich nicht machen, weil das dann einfach, also ich habe dann einfach das Ziel, jetzt will ich den Katheter in einer sicheren Position drin haben und das muss jetzt einfach klappen. Und wenn ich jetzt noch extra Flüssigkeit abziehe, gerade in einer geringen Punktionsmenge, habe ich einfach einen Zwischenschritt. Ich muss eine Spritze draufsetzen, ich muss aspirieren, ich muss die Spritze wieder abmachen. Ich habe einfach einen extra Zwischenschritt, der mir die Nadel dislozieren kann und das will ich nicht. Also Antwort nein, mache ich nicht. Okay. Dann jetzt haben wir das alles noch mal weiter. Jetzt sind wir in der richtigen Position, alles ist drinnen. Wie viel würdest du denn abziehen? Kann man zu viel abziehen? Gibt es dann Unterschied akut, chronisch? Wie gehst du da vor? Also hängt natürlich auch wieder vom Einzelfall ab. Also wenn du eine akute Interventionskomplikation hast, dann musst du natürlich so viel abziehen, wie drin ist, bis der Patient halt hemodynamisch wiederhergestellt ist. Und das kann im Zweifelfall halt viel sein, bis du entweder selber die Blutungsquelle gekeult hast oder sonst wie gestillt hast, oder halt bis der Patient im schlimmsten Fall eben im OP ist. Das ist aber eine andere Situation, als wenn du einen onkologischen Patienten mit 1,8 Liter seröser Flüssigkeit punktierst, der das Ganze schon seit mehreren Wochen hat. So. Und da gibt es in der Literatur so eine Grenze, dass du, man sagt, mach nicht mehr als 1000 Milliliter, weil du an Fallbeschreibungen mit Pericardial Decompression Syndrome heißt das, also eine akute myokardielle Reaktion auf Dekompression. Das heißt, um es vereinfacht zu sagen, wir ziehen 1 Liter maximal ab und den Rest am nächsten Tag bei größeren Mengen chronischen Ergüsses. Okay, das ist auch ein richtig guter Punkt, weil auch die, wie du sagst, ne, die akut auf chronischen kommen ja dann trotzdem, und die muss man vielleicht trotzdem notfallmäßig punktieren, dass man da weiß, dass man da jetzt nicht irgendwie quasi ohne Ende abzieht. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Perikardpunktion ist im akut dramatischen Notfall natürlich relativ selten, aber eigentlich ein Eingriff, der trotzdem häufig in kardiologischen Umgebungen durchgeführt wird. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich darauf oder soll sich unbedingt darauf vorbereiten. Gerade in der Notfallsituation ist es wichtig, dass man einen Plan hat, dass das Team weiß, wie es funktioniert, dass man das Set kennt. Wenn man punktiert, dann punktiert man dort, wo am meisten Flüssigkeit ist, wo der Weg am kürzesten ist, wo keine vitalen Strukturen im Weg sind. Das ist häufig apikal. Im hochdramatischen Notfall ist aber manchmal der subxyphoidale Stich aus logistischen Gründen, Bewegung und so weiter, dann doch noch vorzuziehen. Wenn man es macht, immer Ultraschall gezielt, optimalst oder eigentlich sehr empfohlen ist so ein Needle Guide, also wo man wirklich genau sieht, wo die Nadel dann läuft und wo das auch nicht verrutschen kann. Es gibt verschiedene Sets. Du hattest ein richtig gutes vorgestellt mit oder vom Prinzip her mit diesen
mit diesem Draht und dem verstärkten Pigtail in der optimalen Situation sogar noch mit so einer Mikropunktion davor, um das Risiko zu reduzieren. Die Lagekontrolle, aufgeschäumtes Kochsalz, super, super Geschichte. Und maximal abziehen sollte man bei chronischen Sachen eher so maximal einen Liter. In der Akutsituation, so viel wird da nicht drin sein, da einfach raus damit. Genau, vielleicht kann ich noch kurz sagen zu dem Set, was du genannt hast. Also ich kenne kein wirklich gutes, fertig produziertes Set. Wir stellen uns unsere Sachen immer selber zusammen. Also wir nehmen die Punktionsnadel, die wir gut finden. Wir nehmen den Mikrokatheter, den wir gut finden. Und wir nehmen den Pigtail, den wir gut finden. Wir haben mehrere Sets angeguckt von verschiedenen Herstellern und haben keins gefunden, was wirklich gut ist. Also ich empfehle das einfach, die Sachen selber zu bestellen und das zu nehmen, was man selber auch dann kennt. Das ist super. Das leitet mich zur Abschlussfrage quasi über. Was sind denn so die typischen Fehler oder Komplikationen? Auf was muss man, also was, du wirst ja auch mit sicher in viele Fälle einbezogen, die dann vielleicht nicht so gut laufen oder wo du es hörst. Was ist da so deine Erfahrung? Also der Grund, warum wir angefangen haben, diese Kurse zu machen vor ein paar Jahren, ist, dass den größten Fehler, den ich kenne, ist einfach, sich nicht vorzubereiten. Also wenn du die Perikardpunktion als etwas ansiehst, was so selten ist, dass das dann schon irgendwie gut gehen wird, wenn es kommt, dann wird das nicht gut laufen. Das heißt, du musst dich einfach vorbereiten. Du musst dein Material kennen. Du hast in der Situation keine Zeit und auch keine Konzentration, um zu überlegen, wie das Material funktioniert. Also das ist der Hauptfehler. Der Hauptfehler ist, ihn nicht vorzubereiten. Dann gibt es ein paar technische Fehler. Also der klassische Fehler bei jemandem, der das zum ersten Mal macht, ist mit der Mikropunktionsnadel, aber auch mit der 18-Gosch-Nadel nicht gerade zu stechen, sondern versuchen, also im Echobild, man hält den Schallkopf vielleicht nicht ganz gerade, verrutscht ein bisschen mit seinem Echobild, versucht dann das auszugleichen, indem man die Nadel verbiegt, instinktiv. Das heißt, ein Anfänger verbiegt gerne die Punktionsnadel und das ist extrem wichtig, dass man nur genau gerade auspickt mit der Nadel, einfach weil die nur eine Stabilität in der Längsachsel hat. Das ist, glaube ich, der zweite Fehler. Und der dritte Fehler ist einfach, nicht seine Kanülenposition zu kontrollieren. Okay, ja, das ist das. Und sag mal, Komplikationen, was da fällt mir so ein, okay, Pneumothorax kann passieren, man kann natürlich jetzt also irgendein Gefäß verletzen am Weg, Hämatothorax, so ähnlich wie jetzt bei einer Thorax-Drainagen-Anlage, wobei ja die Kanülen da viel dünner sind, also bei der Perikardpunktion viel dünner sind, und Ventrikelpunktion oder halt Kammer, also Vorhof- und Kammerpunktion, oder? Ist dann also klar, das ist natürlich eine ernsthafte Komplikation, wenn du vor allen Dingen in den rechten und rechten Vorhof, rechte Kammer punktierst, kommt vor, nicht bei uns zum Glück, aber anderswo. Das sind aber immer Fälle, wo du nachguckst, warum sind das immer Fälle, wo die Kollegen versucht haben, unter Röntgenkontrolle zu stechen. Röntgenkontrolle, finde ich, ist eine blinde Punktion. Man sieht das einfach nicht wirklich, wo man ist, auch wenn man erfahrener Interventionist ist. Das sind also Fälle, wo man im Nachhinein das hätte vermeiden können mit einer Echokontrolle. Pneumothorax habe ich, glaube ich, bei uns ein-, zweimal gesehen, selten, wenn du eine korrekte Punktion machst, Echo gesteuert. In der Literatur sind Komplikationen bei Leuten, die das häufig machen, in größeren Fallserien, also unter 2%. Okay, super. Christian, ich habe dich ja angekündigt als den man fragen muss zu Perikardpunktionen, und ich bin total froh, dass ich dich gefragt habe zu Perikardpunktionen. Das war, also ich habe wirklich tatsächlich wieder total viel für mich gelernt. Und ich weiß, du hast ja so ein tolles Video, wo du so eine Perikardpunktion quasi vom Anfang bis zum Ende einfach Schritt für Schritt abgefilmt hast. Und die wollen wir gleich nochmal besprechen und dann auch nochmal extra hochladen. Also ich glaube, da freuen sich alle nochmal, dass man das einfach quasi live oder halt gefilmt nochmal erklärt bekommt. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Expertise, für deine Zeit. Wie immer an alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, wenn ihr jetzt sagt, ich mache es aber ganz anders oder ich habe da noch eine Spezialfrage, das, Christian, das weißt du noch nicht, aber dann werden wir dich natürlich mit allen E-Mail-Anfragen überschütten. Ja. aber also sehr, sehr gerne da Rückmeldungen, ob euch das so weiterhilft und wie eure Erfahrungen da sind.
Ja, und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt gleich um das Video. Ich sage ganz herzlichen Dank und ja, bis bald bei Nerdfamilien. Schöne Grüße aus Göteborg. Tschüss.